Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde der landwirtschaftlichen Unterhaltung. Und herzlich willkommen in einer neuen Folge. Wir sind am Maishäcksel, Leute. Und auch endlich für euch auf YouTube sind wir am Maishäcksel. Gestern, der Vlog von gestern quasi, war Transportfahren. Ich hoffe, der ist was geworden. Ich hoffe, den habt ihr gekriegt. Wir hatten nämlich ein Problem. Die GoPro hat die Hufe hochgerissen, Leute. Der Klinkeanschluss. Und deswegen hatte ich auch so ein Knacken bei dem Sly Boss Video drauf. Der Klinkeanschluss hat sich einfach verabschiedet. Super ärgerlich, weil wir mussten auch eine Menge Material wegwerfen. Ja, jetzt sind wir am Start. Ich habe erstmal die alte GoPro wieder ins Rennen geholt. Die hatte ich natürlich gestern als Ersatz nicht dabei. Und hab schon eine 12er bestellt gehabt, eine neue GoPro. Das hier eine 10er, das ist eine 9er, mit der wir filmen. Mit einer 10er hatten wir gefilmt. Und ja, aber unabhängig davon hatte ich mir eine neue bestellt. Leute, Mais. Und der steht wirklich gut. Der steht wirklich gut. Ist inzwischen schon, naja, ihr seht ja hier, 36. Also der Durchschnitt ist schon bei 40% Trockenmasse. Trockensubstanz. Und warum ist das so, obwohl der so grün ist? Das ist ganz einfach. Dieses Jahr ist der Kolbenanteil relativ hoch. Und der Kolben ist hart. Ja, die Stärkeeinlagerung ist so gut wie vorbei. Und dadurch, dass der Kolbenanteil so hoch ist und der Kolben so wenig Wasser mit sich bringt, ist die Gesamtmasse bzw. die Gesamtfeuchte so gering. Also ihr seht ja selber, die Blätter sind noch relativ grün. Aber im Gesamten ist die Trockenmasse schon relativ hoch. Kann ich euch nochmal zeigen, da fast 40. Und demzufolge ist das natürlich auch leichter. Ja, aber man muss das ja quasi jetzt miteinander addieren und dann kommt man auf die Trockenmasse ungefähr. Und gestern das erste Stück hat abgeschlossen mit 16,6 Tonnen Trockenmasse. Das sind ja irgendwo feuchte Ware, wenn man das umrechnen würde, irgendwo über 50 Tonnen auf dem Hektar. Das heißt, sehr gut. Wirklich sehr gut. Trockenmasse ist da. Das Schöne ist, ich rechne in allen meinen Verträgen auf Trockenmasse ab. Das heißt, ich muss nicht zwingend mit 33% Trockenmasse liefern, sondern ich werde tatsächlich nach dem bezahlt, was der trockene Anteil in der Gesamtmasse ist. Das heißt, Substrat mit 30% Trockenmasse enthält ja 30% Pflanze und 70% Wasser. Ja? Das ist natürlich schwer, weil 70% Wasser. Substrat mit 40% Trockenmasse hat ja 40% Pflanze und 60% Wasser. Enthält ja viel, viel mehr Trockenmasse, das heißt viel, viel mehr Pflanzenanteil pro Tonne als bei 30. Das heißt, das Material ist leichter, weil da ist weniger Wasser drin, aber man liefert ja im Umkehrschluss viel mehr Pflanzenmasse. Und deshalb ist das für alle Beteiligten eigentlich immer die fairste Variante, wenn man nach der Trockenmasse bezahlt wird. Das heißt, Wasser wird komplett rausgerechnet. Man rechnet dann im Falle von, also ganz einfach erklärt, angenommen, man würde 1 Euro pro Prozent Trockenmasse bekommen. Ja? Das heißt, 100 Euro die Tonne Trockenmasse. Rechnen wir mal, weil das relativ einfach ist. Dann bekommt man bei 30% Trockenmasse 30 Euro und bei 40% 40 Euro pro Tonne. Ja? Das heißt, man bekommt deutlich mehr Geld. Man muss natürlich beachten, irgendwann kommt auch Trockenschwund dazu. Ja? Irgendwann verliert eine Pflanze auch echt an Masse, wenn die zu trocken ist. Aber das ist ja noch absolut im Rahmen. Und ihr seht, der steht echt gut. Das ist übrigens der, der nach der Aussaat, habe ich euch bei Maislinien gezeigt, so ein bisschen nach Planting Green aussah. Das heißt, der hatte wirklich noch fast eine geschlossene Ausfallgetreidedecke. Und den habe ich auch erst nach der Saat behandelt, im Vorauflauf. Und das war der beste in der Frühjahrs- und Jugendentwicklung. Wir hatten aber auch, dazu muss man sagen, wir hatten auch Glück mit Wasser. Letztes Jahr, muss man sagen, hat man deutlich die Stellen gesehen, wo man das erst nach der Saat abgespritzt hat, weil da Wasser verloren ging. Dieses Mal hatten wir Glück. Nach der Saat kam nochmal Regen. Und der hatte sozusagen gar keinen Unkrautdruck in der frühen Entwicklung, weil das war ja einmal komplett weg im Jugendstall. Man sieht das auch noch ein bisschen, so das Material da unten da drinne. Jetzt kommt aber gleich der nächste Transporter, deswegen brauche ich nicht aussteigen. Man sieht das Material noch ein bisschen da unten drin. Und
der wird irgendwo hier zwischen, ich sag mal, 17 bis 19 Tonnen Trockenmasse liegen, was ein wirklich sehr, sehr gutes Ergebnis ist. Das ist hier auch mit mein bester Acker, muss man ehrlich sagen. Danach werden die Flächen wahrscheinlich immer noch schlechter. Also das ist hier nicht der Schnitt, das wird schlechter, aber ich glaube, die Maisernte wird solide. Was mir aufgefallen ist, hier ist er relativ hoch. Wir hatten ein anderes Stück, da war der gar nicht so hoch, aber durch den Kolbenanteil hatte der so eine Massigkeit mit. Und dieses Jahr auch wirklich, durch den feuchten Sommer, haben wir auch auf den Sandkuppen Kolben. Ja, da haben wir sonst immer so die kleinen, da haben wir dieses Jahr richtig anständige Kolben. Demzufolge ist auch der Durchschnittsstärkeertrag relativ positiv. Der juckt mich gar nicht so wild, weil ich kriege tatsächlich nur nach Tonnen bezahlt. Da gibt es keinen Energiebonus oder ähnliches. Aber der bringt richtig viel Masse mit, ja? Die Kolben, die Körner, die bringen richtig Masse mit. So, warten wir mal auf den nächsten. Ich habe hier heute 5 Transporter, nachher kommt gleich der 6. Das ist dieses Jahr ein Graus, mit Transportern zu bekommen. Szenarien sind überall gleich. Also da, wo ich ursprünglich 2 Transporter geordert habe, der wartet noch auf 4 neue Schlepper. Seit Wochen, die nicht kommen. Dadurch kann der mir nichts abgeben. Quasi Transport, die braucht er dann für seine Häckselkette. Und alle haben hier Transportmangel. Ich habe gestern mit einem von Agralo Müritz gesprochen. Auch die haben Transportmangel, kriegen nicht genug voll. Grundlegendes Problem dieses Jahr in Deutschland. Normalerweise ist es so, dass von Süden bis Norden alles so nacheinander reif wird. Ja? Also erst fängt Süddeutschland an zu häckseln und dann nach und nach fängt dann auch der Norden an. Dieses Jahr ist es aber so, es war doch relativ warm im Sommer, auch wenn es geregnet hat, war relativ warm. Und war jetzt auch die letzten Wochen nochmal richtig, richtig warm. Auch hier oben im Norden richtig mit 30, 27 Grad. Und Mais braucht schlichtweg eine Temperatursumme. Das heißt, es gibt meinetwegen Limit 1200 Grad für die Wachstumssaison und dann ist Mais reif. Ja? Also könnt ihr euch vorstellen, je nach Reifezahl zwischen 1100, 1300. Und dann ist Mais reif. Und dann ist es so, dass wenn die Summe erreicht ist, kann man sich das eigentlich ziemlich ausrechnen, dann ist der auch reif, ja? Dann ist der überall reif. Und weil wir ja dann, sag ich mal, das relativ milden Sommer hatten und jetzt den Herbst auch noch relativ mild war, ist es auch wirklich so, dass der überall gleichzeitig reif ist. Das heißt, auch Thüringen, Brandenburg häckselt auch jetzt und wir häckseln gar nicht später 2 Wochen, wie es ursprünglich der Fall ist. Das heißt, die Transporter, die normalerweise mit hochrücken, weil die unten anfangen zu häckseln und dann bis in den Norden reinrücken, die sind noch nicht da. Und demzufolge fährt hier alles, was fahren kann, aber es fehlen halt Transporter und Mengen. Und alles muss gerade gleichzeitig passieren, weil alle Bestände sind gleich reif. Die frühen und die späten, alles ist ziemlich parallel. Das ist hier ein 270er Mais und der hat hier so eine hohe Trockensubstanz. Das heißt, der müsste normalerweise Anfang Oktober ungefähr reif sein, ist er aber nicht. So, und dadurch kommt das dieses Jahr zu so einem extremen Mangel an Transport in Häckselketten. Also ein bisschen umgehört, so ziemlich alle oder ganz viele Häckselketten haben Transportmangel. Ja, dann liefere ich ja erstmal quasi meine Übermenge weg. Also ich verkaufe 70 Hektar einer Biogasanlage und 110 Hektar der anderen Anlage. Und die wir jetzt gerade beliefern, die ist noch 16 Kilometer weg, aber unterm Strich ist es ja die sinnvollste Variante. Es gibt das meiste Geld und die Gärreste sind auch in der Nähe von anderen Flächen von mir, sodass ich da auch ein bisschen Transport dann wieder mit den Gärresten zurückspare. Jetzt haben wir relativ weit, aber mit den Gärresten ist es relativ dicht. Das hebt sich natürlich wieder ein bisschen auf. Aber so ein Mais zu häckseln, das macht natürlich Spaß. Guck mal oben, wie hoch der ist. Ich zeige euch mal den Ertrag. Müsst ihr mal gleichzeitig mit der Trockensubstanz gucken. Das ist natürlich was. Da steht richtig was drauf. So, er fährt jetzt, er macht gerade alles alleine, also er fährt auch die Geschwindigkeit alleine. Ich habe ihm hier eingestellt, er darf den Motor bis 1580 runterdrücken. Das heißt, er darf so weit in die Last fahren nach unten. Und das Schöne ist eigentlich bei Auto-Performance, wenn er diesen erreicht hat und auch dieses drunter ist, ja, also ihr seht das auch, der geht ja auch mal tiefer, haben andere Systeme sozusagen immer diesen Effekt, dass sie sofort immer die Geschwindigkeit zurücknehmen und dadurch ruckelt das immer die ganze Zeit so in dieser automatischen Fahrbewegung. CMOS Auto Performance schuppert das gar nicht, der drückt auch, also auch wenn mal viel kommt,
und der Motor mal bis 1300 runtergeht, hält er trotzdem gegen. Klar reduziert er ein bisschen die Geschwindigkeit, aber dadurch, dass er direkt im Einzugskanal schon die Schichtdicke misst, weiß er natürlich auch, ja, jetzt kommt aber gleich weniger, da muss der Motor jetzt erstmal einmal kurz durch und dann wird ja nachher auch besser. Das ist auch das, was man ja als Fahrer macht. Das heißt, als Fahrer machst du ja so einen Durchschnitt hier über die Fläche. So, das, was wir auch gerade haben. Das heißt, der Motor geht mal ein bisschen mehr in Last und dann geht er ein bisschen weniger in Last. Ja, also er geht ja auch hier ein bisschen runter, aber unterm Strich zieht er ja immer wieder durch. Und dieser Motor ist sowieso abartig, was der kann von diesem Class, von dem Jaguar. Den kann man bis 900 Motorumdrehungen runterdrücken und der geht nicht aus. Das ist absolut krank. Und daher weiß er auch ganz normal, ja, das wird jetzt hier, da war er eben 1400. Das wird jetzt schwerer, aber da muss er durch und das geht auch ohne Probleme. Und das macht dieses System auch mit so richtig, richtig gut. Denn er hält ja nicht so an, sofort langsamer zu werden, sondern der macht das sehr intelligent und der lernt auch. Das heißt, wenn er weiß, dieser Bestand ist die ganze Zeit super krass fett und dann kommt mit mal Wildschaden, ja, dann jagt er nicht sofort los, sondern er weiß, naja, die ganze Zeit habe ich jetzt hier hart gehäckselt, sehr unrealistisch, dass gleich wieder, also dass die ganze Zeit weniger Material kommt. Wenn er jetzt aber die ganze Zeit wenig häckselt und da ist wenig drauf, dann passt er dementsprechend seine Strategie an und dann weiß er auch, ja, alles klar, hier steht die ganze Zeit nichts, dann kann ich die ganze Zeit, wenn weniger kommt, kann ich auch direkt mit Gas gegenhalten. Man muss natürlich gucken, wenn man natürlich, sagen wir mal, du hast die ganze Zeit relativ wenig Mais und schlecht Mais und dann wird er mit einmal richtig gut, von 0 auf 4 Meter, da muss man natürlich als Fahrer eingreifen und den Hebel nach hinten ziehen. Weil das ist sonst wirklich zu fett. So schnell reagiert das System dann auch nicht. So, wir befüllen ja von vorne nach hinten. Einfach, weil wir das auch gewohnt sind durch die Moorwiesen, Moorgrünland, damit wir als erstes immer Achslast haben. Und das macht sich auch wirklich gut. Traktoren haben immer direkt richtig schön Traktion, weil wir vorne zuerst befüllen. Und ja, da wir ja sowieso mit Autofill befüllen und nach hinten kann man eh nicht reingucken in diesen Hängern, ist es ja eigentlich auch völlig egal. Also die Transporter sehen so oder so nichts nach hinten. Und bei uns befüllt ja auch der Häcksler, denn der hat ja einfach eine Joystick-Taste, um vernünftig zu befüllen, hat Kamerasysteme und, und. Warum muss sich dann der Transportfahrer quälen? Das ist ja völlig, völlig überflüssig. Also ich weiß, es gibt Regionen, da befüllt der Transportfahrer alleine. Habe ich noch nie so richtig verstanden. Wenn das so wäre, warum hat man denn den Turm nicht einfach starr gemacht, wie beim Mähdrescher? Aber nein, den kann man bewegen und das ist auch für einen Mähdrescherfahrer, für einen Häckslerfahrer viel, viel einfacher, den fix zu befüllen, als dass sich da irgendwie der Transporter quälen muss. Und ehrlich gesagt, habe ich noch nie einen Fahrer erlebt, der das richtig, richtig gut kann bei diesen großen Anhängern. Also, dass der so was da oben raufbaut, so schön gleichmäßig, habe ich noch nicht gesehen, weil man kann da oben nämlich nicht raufgucken. Auch mit den Spiegeln nicht. So, halten wir an. Und müsste eigentlich, Moment, jetzt waren alle drei Großen da, jetzt ist eine kleine Pause. Aber jetzt kommt einer, der ein bisschen langsamer fährt. Ja, gehen wir sonst einmal kurz einfach raus und ich zeige euch noch einmal unten den Bestand, also was man da noch sieht. So, und wie man jetzt sieht, gehen wir mal ein bisschen aus dem Krach raus. Wie man jetzt sieht, sieht man natürlich noch ein bisschen altes Material. Vieles ist aber schon abgebaut. Das heißt, wir sehen hier noch so ein paar Stoppelreste, aber das ziehen sich ja hier nach und nach die Regenwürmer rein. Also das, was ihr hier so sieht, was immer so krümelig aussieht und auch hier, das sind Regenwurmgänge und Regenwurmlosung. Ja, auch hier sieht man das, wie die Regenwürmer sich das hier in die Erde reinziehen. Ja, das ist nicht untergemischt, sondern ist schlichtweg in die Erde reingezogen. Und so sieht man halt, wie das nach und nach sich abbaut und dadurch hat man natürlich auch gewissermaßen einen Erosionsschutz. Ja, das heißt, das Material war ja am Anfang deutlich mehr und das achtet ja darauf, dass der Wind das nicht wegwehen kann und dass das Wasser das nicht wegspülen kann. Und unterm Strich sieht man das ja auch am Ertrag, das funktioniert. Auch hier an den Kolben sieht das wirklich hervorragend aus. Und was mir auch wirklich beim Striptill aufgefallen ist in unserer Region, die Kolben sind bis oben hin voll. Ja? Also normalerweise haben wir immer Probleme gehabt, dass sie bis oben hin nicht voll waren. Kann auch Bohrmangel sein. Eventuell ist jetzt dadurch die Konzentration höherer Bohranteil unten im Gerres drin. Aber die sind bis oben hin voll. Und was für eine schöne Exemplare an Kolben. Der hätte bestimmt auch schön im Mähdrescher geschmeckt.
Eins, was die Leute im Stream immer relativ oft fragen, machst du dieses Jahr Körnermais? Und die Frage kann ich ganz deutlich mit Nein beantworten. Biogasanlagen zahlen aktuell sehr, sehr viel Geld. Und dadurch mache ich nur Silomais. Ja? Das heißt, ich müsste für dieselbe Menge, was ich jetzt an Geld bekomme, in diesem Ertrag 11 Tonnen trockenen Mais bekommen, ernten ohne Trocknungskosten, fürs selbe Geld. Und das ist einfach nicht der Fall. Ich habe Trocknungskosten, ich habe Trocknungsaufwand, der relativ hoch ist. Und der Vorteil ist jetzt, ich kriege halt die Flächen früh beräumt und kann danach auch Gerste drillen oder irgendwas anderes. Oh, so schöne Kolben, ey. Kann man sich gar nicht satt sehen. Genau. Und deswegen, also Körnermais hat extrem nachgelassen im Preis dieses Jahr. Und dadurch, dass wir relativ viel trocknen müssen, ist das unrentabel. Ganz einfach. Also gehen wir davon aus, dass ich dieses Jahr 7, 8, 9 Tonnen ernten würde, wäre es mit Trocknungskosten völlig unrentabel. Das ist begeisternd, wie voll der ist. Nee, macht Spaß dieses Jahr. Maiszünsler, hier haben wir eine Pflanze, die ist vom Maiszünsler befallen. Ja, ist aber dieses Jahr wieder mal kein Thema. Das heißt, der Befall unter 1%, man sieht hier ab und zu welche drinne, aber das ist weit unter 1%. Und dadurch sieht man auch immer wieder, bei uns im Norden fühlt er sich anscheinend gar nicht wohl, der Maiszünsler. Wir hatten, letztes Jahr war es kein Thema. Und dieses Jahr ist es auch wieder kein Thema mehr. So eine schöne Pflanze, die hat er nicht genommen. Schäm dich, Häcksler. So. Hier sieht man, was man hier sieht, ist auch ein bisschen Wildschaden, wie ihr auch da vorne seht, wo die Pflanzen liegen. Die wurden halt umgerannt. Ja. Also auch hier vorne, was man so ein bisschen sieht, ist halt überall ein bisschen Wildschaden mit drin. Und da haben die Schweine sich so ein bisschen ausgetobt. Hier sieht man auch zum Beispiel schön, wie die dann hier gefressen haben. Da. Und hier fehlt er jetzt ganz. Oder wie sie hier gefressen haben. Und hier. Und hier. Das schmeckt denen natürlich, ne? Das heißt, die stoßen die Pflanzen um, die Wildschweine, ja, und dann fressen die den Kolben. Und dabei stoßen die halt auch ein paar mehr um, als sie brauchen.